Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 20 SBC. Wir machen heute Spielmomente Alphonso Davies. Ich habe dafür gesorgt, dass ich fast nur Erstbesitzer benutze diesmal. Paul Lopez Erstbesitzer, Borja Iglesias 1-4, Raul Albiol Erstbesitzer, Glick Erstbesitzer, Alaba 12-5, Sergio Busquets Erstbesitzer, Lera Mendy 2-5, Sandy Cazorla Erstbesitzer, Ojach Zabal Erstbesitzer, Morata Erstbesitzer und Diego Costa Erstbesitzer. Wenn ihr das 1:1 nachbauen wollt, funktioniert es auf jeden Fall. Kostet knapp 60.000 Münzen. Könnte auch 70.000 werden, wenn man Pech hat. Ihn hier würde ich an eurer Stelle nicht machen, weil der vom Rating zu hoch ist. Ihr seht, ich habe zwar jetzt eine 84er Rating, ihr könnt es aber auch ändern. Und zwar, indem ihr hier Javier Martinez von den Bayern nehmt und hier einfach Player Inform und an dieser Stelle Parejo. Dann, er kostet zum Beispiel jetzt 40.000, Parejo kostet 20 bis 30, also es geht 10.000 Münzen billiger dann. Dann habt ihr immer noch knapp 67.000 Münzen, was ihr bezahlt. Ich kann es euch ja nochmal... Wenn ich mir jetzt hier alles umbaue, dann habe ich wieder vergessen, wie ich es gemacht habe. Okay, also ihr baut es 1:1 nicht nach. Ihr macht Player in Form auf Linksverteidiger. Ihr macht Martinez als Innenverteidiger für Klick. Und für Busquets nehmt ihr Parejo. Dann habt ihr es 1:1. Ich möchte halt den Erstbesitzer loswerden. Mit Busquets, ich werde niemals mit dem Spiel, er ist zu langsam. Bundesliga mindestens ein Spieler, Team of the Week mindestens 1, Team Gesamtwertung mindestens 84, Team Chemie 80, Anzahl der Spieler im Team 11. Seltene gemischte Spielerset. Mal gucken, was drin ist. Junge. Ich habe dich doppelt gekauft. Jetzt muss ich dich so abscherbeln. Und gekauft habe ich ihn für 1:2, glaube ich. Minus gemacht. Okay, aber fürs Video muss es mal sein. Wieder nichts gezogen. Ärgerlich. Ein 80er, das Beste. Also das war jämmerlich. Das war jämmerlich. So. Ich will die Karte unbedingt haben als Pardon zu Roussillon, den man zwar gut spielen kann, aber Problem hat. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Im Tor Casillas 1:3. Azpilicueta 8:3. Bartra 4. Umtiti Erstbesitzer. Marcelo Erstbesitzer. Wanaken in Form Erstbesitzer. Jesus Navas 1:9. Kedira Erstbesitzer. Ramsey Erstbesitzer. Douglas Costa 8:3. Iago Aspas 11.000. Ihr müsst es aber anders erbauen. Weil wir brauchen Bewertung 84. Wir haben genau zwar 84 Teamchemie, aber 78, 75. Ich habe gesehen, ihr habt 6 oder 7 Erstbesitzer drin. Kann nicht funktionieren, leider. Im Tor müsst ihr Casillas reinbauen. Auf Linksverteidiger macht ihr Aspas, unseren Stürmer, einfach als Linksverteidiger. Anstatt Umtiti baut ihr Raul Albiol ein. Anstatt Bartra baut ihr Bartra ein, der bleibt so. Anstatt Azpilicueta macht ihr Ramos Rodriguez. Navas bleibt. Hier baut ihr Danny Blind ein. Hier an dieser Stelle Tadic. Hier ziehe ich und auf links Mittelfeld Promes. Im Sturm macht ihr De Jong, Nigel De Jong in Form. Und dann habt ihr es aber auch. Für mich ist es halt jetzt, ich will jetzt Erstbesitzer loswerden, ein bisschen den Verein aufräumen, deswegen passt das für mich super. Ich habe jetzt quasi 30.000 dafür bezahlt
und ein paar Schundspieler losgeworden. Und das ist die geile Karte, auf die ich mich super freue. Alfonso Davis. Ich glaube, jetzt habe ich zwei Linksverteidiger, mit denen ich was anfangen kann. Und gerade mit seinem Tempo ein Anker drauf oder so, das könnte super werden. Er ist natürlich nicht über besser als unser Freund Rosillion, aber vielleicht ja doch. Okay, seltenes Spieler Elektron Pack. Einmal EA, komm, einmal gönn richtig. Ist doch wieder nichts. Das ist ja schon wieder nichts. Das ist doch schon wieder nur Schund. Das ist doch wieder nichts. Ein 80er ist das Beste. Ein 80er. Ja, ich ziehe dieses Jahr wirklich überhaupt nichts. Ihr könnt es trotzdem 1:1 nachbauen. Oh, wenn ihr die Erstbesitzer habt, ungefähr wie ich. Ihr könnt ja auch die ein bisschen umswitchen zwischen Erstbesitzer. Ich würde immer viele Erstbesitzer in die SBCs reinhauen. An eurer Stelle wird es nicht so teuer, weil dann macht ihr auch ein bisschen Gewinn mit den Packs, wenn wir jetzt nicht die kompletten Spieler kaufen. Und ansonsten, ich habe euch die Lösung gesagt. Baut sie dann nach und dann passt das schon. Und dann liked ihr das Video, abonniert den Kanal, macht die Alarmglocke an und sehen wir uns morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.